Super. Ja, wie lange braucht ihr, bis ihr das wieder aufgebaut habt, sodass es wieder losgehen könnte? Das ging mir jetzt aber viel zu schnell. Also im Prinzip fängt es an, wenn man mit der Hand nach vorne das Seilchen und so von der Hand hochgezogen und die Flasche wird dann mit dem Tonic Water gefüllt und dann, sobald es ins Schwarzlicht kommt, fängt es an zu leuchten. Und dann läuft das Wasser da rein. Und das Handy liegt ja da hinter einem Flaschendeckel und der wird dann durch das Gewicht, was da immer größer wird, halt hochgehoben und dann wird es ausgelöst durch die Erschütterung. Und je mehr Wasser reinläuft, desto mehr senkt sich das und irgendwann mal löst es dann den Hammer da drüben. Weil die kleine, diese Kette, die werden weggezogen, also die Schaffel. Und dadurch bewegt der Hammer nach unten. Wieso wird es weggezogen? Und weil es einfach weiter nach unten, also so in die Richtung runtergeht. Und dann wird es ausgelöst, also ich werde auch die Schnur weggezogen und das Licht von dem Leuchtband geschnitten auch an. Ach, dann fällt der Ball ins Netz. Ah, ja, 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 ja. Und wir müssen weiter. Jedes zieht die Schnur runter. Klasse. Und das, wenn die dagegen stößt, kommt die Kugel dann weg. Und die kommt dann, die fliegt da rein und löst die Mausefalle aus. Das steht auch genau in dieser Entfernung, ja? Ja, ja, klar. Das ist nicht dichter. Die macht wirklich diesen Sprung. Ja, wegen der Geschwindigkeit. Und die Mausefalle löst dann hier, das zieht dann hier an dem Holzblock und das löst dann den Medizinball aus, indem es einfach nach oben drückt sozusagen.
Was lösen diese Filmrolle da hinten aus? Also der Basketball, der Musikball läuft da hin. Ja, ja. Und dann, die Schnur. Ach, die Schnur und die. Ah, ja, jetzt. Die sieht, was. Also da wird die Schnur weggezogen und die Rolle rollt dann gegen den Stab und das stößt dann die Kerzchen an. Und das löst dann wiederum den Spiegel auf, der sich dann dreht, so lange bis das Säckchen mit den Murmeln, beziehungsweise der Turm, der dahinter steht, umgestoßen wird. Und das löst dann die Vitrinentür aus, die dann aufgeht. Moment, nochmal von vorne. Das Licht geht an und dann ist das nicht der Solarkäfer, fängt an zu krabbeln. Wohin? Der fällt dann runter. Und das zieht dann die Schnur an den Faden und dadurch kommt dann der Ball ins Rollen. Dann wird der Becher weggezogen, der Spiegel klappt runter und dann fällt das Licht auf die. Wodurch wird der Becher? Ah, weil der da runterrollt und dann. Dadurch fängt dann diese Tür aufzuwickeln und es zieht dann den Ball weg.
Schweres.